In meinem Kühlschrank lag ein Blätterteig, der bereits einen Tag zuvor abgelaufen ist. Und deshalb musste ich dringend was daraus zaubern. Wie es sich für einen Schweizer gehört, habe ich aus meinen letzten Kartoffeln eine Rösti gemacht und in eine Schüssel gegeben. Dazu kam ein halber kleingeriebener griechischer Feta-Käse, ein Ei und Mozzarella. Viel Mozzarella. Für die Würze frische Petersilie, Salz und Pfeffer. Danach wurde mein Blätterteig durch vier geteilt, mit meiner Rösti-Mischung belegt und zu einer Börek-Schnecke gerollt. Unser Schweizer Börek wurde mit Eigelb bestrichen und Sesamkörner geschmückt. Wer will, kann natürlich auch geschmolzene Butter verwenden. Als unsere Böreks es sich im Ofen bei 200 Grad Umluft für 25 Minuten gemütlich gemacht haben, wurde eine High-Protein Tzatziki zubereitet. Dafür brauchst du 300 Gramm Magerquark, eine halbe geraffelte Gurke, 2 bis 10 Knoblauchzehen, Salz und Pfeffer. Lecker war's und definitiv empfehlenswert, falls auch du fast oder schon abgelaufenen Blätterteig besitzt.